Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Ich bin Sebastian, das hier ist Ben und ihr seid auf Tupac VR. Hier gibt's alles rund um das Thema VR. Ja, es gibt Gameplay, Hardware, Videos, Katzenschmusen, also ist alles dabei. Also definitiv abonnieren, also ihr werdet es nicht bereuen. Ich habe euch heute ein Spiel mitgebracht, was Pepibo heißt. Und Pepibo habe ich schon mal in meiner News-Sendung vorgestellt. Es ist eine Mischung zwischen Bowling und Angry Birds. So, ja, in die Richtung geht das. Wir haben Piñatas, die wir kaputt machen müssen. Und haben dafür, ja, verschiedene Bowlingkugeln, sage ich mal, in Form eines Tieres. Und die haben alle andere Fähigkeiten. Und also mir hat es echt gut gefallen. Ich habe es damals ja in einer ganz frühen Version getestet. Da war die Wurfphysik noch nicht so ganz rund. Also lief noch nicht so ganz rund, meiner Meinung nach. Man konnte spielen, aber es musste verbessert werden. Aber jetzt funktioniert das Ganze echt perfekt. Ich habe die Oculus Rift-Version und habe jetzt über Revive mit der Index gespielt. Und es lief ohne Probleme. Das Spiel ist aber auch auf Steam erhältlich. Ich zeige euch gleich mal kurz die Seiten. Also können wir eigentlich jetzt schon mal machen. Und ja, hier sehen wir die Oculus-Version. Kostet 10 Euro und ist am 13. Januar, glaube ich, erschienen. 14. Januar. Und ja, ist jetzt quasi eine fertige Version. Wird natürlich noch immer abgegradet. Also Version 1.04 haben wir jetzt hier. Und wie gesagt, mit WeRive funktioniert es. Es funktioniert sehr gut über Oculus Link, habe ich schon gespielt. Und wenn ihr eine Rift S habt oder eine erste Rift CV1, funktioniert das natürlich auch. Dann haben wir die Steam-Version. Mal ganz kurz hier wegklicken. Und ja, hier haben wir die Steam-Version. Und die kostet 6,59 Euro, ist also günstiger und ist ein bisschen früher veröffentlicht worden. Ich weiß es auch nicht, ob das die gleiche Version ist. Gucken wir mal ganz kurz, ob wir da irgendwas zu finden. Update-Verlauf könnte man hier schauen. Ja, gucken wir gleich mal. Also hier steht jetzt auch nur Oculus Rift, aber wie gesagt, ich habe jetzt mit Revive ohne Probleme spielen können. Wie es jetzt mit der Steam-Version aussieht, bin ich mir nicht sicher, aber ich denke mal, wenn Revive gut funktioniert, wird mit Sicherheit auch die Steam-Version mit der Valve Index funktionieren. WMR konnte ich jetzt nicht ausprobieren. Aber ja, vielleicht kann der Entwickler dazu noch was unter meine Kommentare schreiben. Und wie gesagt, vielleicht kriege ich auch noch mal die Steam-Version, dann kann ich für euch noch mal testen. Also mir hat das Spiel echt gut gefallen, muss ich sagen. Hat Abwechslung. Ich bin an einer Stelle nicht mehr weitergekommen. Da hört auch erstmal mein Gameplay auf. Ich weiß auch nicht, wie viel Spielzeit da noch drin ist. Aber auch wenn ihr das Spiel halt zu Ende gespielt habt, könnt ihr natürlich auch noch mal Rekorde knacken. Ihr könnt anstatt, sag ich mal, wenn ihr eine 1-Sterne-Bewertung habt in irgendeinem Level, könnt ihr das noch mal spielen, um 3-Sterne-Bewertungen zu bekommen und so weiter und so fort. Und ja, hier sehen wir auf dem Bild einen Uhu. Den wirft man in die Luft, dann macht er so einen wirklich so einen Airstrike, sag ich mal. Er fliegt dann von oben in die Gegner rein. Dann haben wir eine Bombe. Dann haben wir das normale Schwein. Das ist eine normale Kugel, sage ich mal. Die hat keine große Funktion. Und dann haben wir noch einen Frosch eben freigeschaltet. Wenn der einen Gegner antitscht, dann wird er immer größer. Und desto mehr Gegner der antitscht, desto größer wird der. Und mehr habe ich jetzt noch nicht freigeschaltet von diesen Tieren hier, die man zum Werfen hat. Aber wie gesagt, also ich kann das Spiel echt empfehlen. Und für 6,59 Euro oder die Oculus-Version für 10 Euro ist es echt nicht so viel, meiner Meinung nach. Ist ein deutsches Entwicklerteam und ja, unterstützt die doch einfach mal. Und wer Angry Birds mag, wird das hier mit Sicherheit auch mögen. Ich finde es cool, hat mir gefallen und das hat auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient, meiner Meinung nach. Und ja, ich würde sagen, gehen wir jetzt einfach mal ins Gameplay. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und der Ben natürlich auch. So Leute, willkommen bei Pepibo und ja, ich habe es schon mal in meiner News-Sendung vorgestellt, aber jetzt mal hier ein richtiges Gameplay vom fertigen Spiel und ich spiele es heute nicht mit der Oculus Quest oder der Rift S, sondern mit der Valve Index über Revive und wie das klappt, ob das klappt, das werdet ihr gleich sehen und ich muss sagen, hat einen coolen Flair das Game, also mir gefällt die Grafik absolut, schön, ja, cartoonmäßig. Spielerisch.
Und ja, gehen wir mal ins Game. Ich habe eben mal zwei Runden gemacht. So, dann haben wir unsere erste Aufgabe hier. Ne, ist die dritte Aufgabe. Aber ist eigentlich nicht schlimm. So, jetzt können wir uns hier so über die Grip-Taste können wir uns die Schweine holen. Und ja, man muss natürlich auch treffen, ne? Das wäre von Vorteil. Ah, da. So, jetzt dürfen wir immer noch hier. Zwei Sterne kann ich erstmal mitleben. Müssen sie ja erstmal einwerfen, ne? So, das Level kenne ich noch vom ersten Mal, als ich gespielt habe. Oh. Eigentlich sah das gar nicht so schlecht aus. Okay. Wow. Okay, das müssen wir nochmal machen. So, gut, dass wir uns hier in dem Kreis hier bewegen können. So, jetzt aber. Yes. Komm, Basie hier. Also klappt echt gut mit den Controllern von der Valve Index, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. So. Also ich muss sagen, die Wurfphysik funktioniert echt gut. Also besser als bei der Beta oder Alpha, die ich getestet habe. Und dass ich jetzt nicht treffe, das liegt daran, dass ich einfach nicht gut werfen kann. Ach, das ist aber auch. Nee. So, komm. Was ist denn, wenn ich den hier anwerfe? Okay. Ich dachte, der wird den direkt weghauen. Aber okay, haben wir sie. Na, wirst du kaputt gehen. So. War nicht so geplant. Aber egal, wenn der jetzt auch kippt und darunter rollt, haben wir den. Ja, Mist. Haben wir überhaupt nicht. So. Wow. El Mulo. El Mulo ist mal direkt weg. Aber man kann die schön werfen, man kann die rollen. Also das klappt jetzt echt gut. Da hatte ich damals Probleme, als ich das getestet habe. Aber das ist echt gut verbessert worden, muss man sagen. So, da war El Mulo Geschichte. Jawohl, jetzt haben wir sie. Ganz schwieriger, glaube ich. Was ist, wenn ich den jetzt dagegen werfe? Haut der dann volle Pulle nach da? Probieren wir einfach. Ja, super. Klappt ja. Okay. Nee. Komm, das machen wir nochmal. Gar nicht so leicht. Also, dass ich immer falsch stehe, auf einmal muss wirklich an Revive liegen. So, komm jetzt, kipp um. Yes. Drei Sterne. La Reunion. So. Komm, kipp um. Kipp um. Jawoll. Okay, das wird schwer. Ich muss jetzt den linken von den beiden treffen. Und der müsste runterfallen, aber. Ah, der war knapp, oder?
Na komm. Okay. Das ist gut, das ist gut. Kippt der andere auch noch rum? Ah, oh, der Rechte. Der Rechte wollte nicht. Bumm. Jawoll. Also man kann echt gut zielen mit den Dingern. Katari! Wir haben unsere erste Geheimwaffe freigeschaltet. Jetzt wird uns eine kleine Story wieder erzählt hier. Jungle. Okay, jetzt haben wir ein Jungle-Level. Wie gesagt, ist total süß gemacht, finde ich. To destroy this one, a bomb has to touch it. Okay. Katari! Ja, komm, so, so. Boom! Aber der... Doch, ich wollte gerade sagen, ey. Yee! Ist der jetzt mit kaputt gegangen? Nein. Sehr gut, beide direkt umgekickt, das sollte es gewesen sein. Also bisher gefällt es mir echt gut. Okay, komm. Als erstes die Bombe. Oh, mit einem alles weggeräumt. Was sind das für kleine Mistkäfer da? Okay, die müssen wir auch noch wegräumen. Na komm, oh, das war das Kabel. Sehr gut. Das klappt überraschend gut. Wenn man die Alpha getestet hat, da merkt man schon richtig, wie sich das Spiel hier verbessert hat. Auch an der Wurfphysik. So. Also eine gute Taktik. Erst mit den Schweinchen. Ach, guck dir das mal an. Da hinten hat sich einer versteckt. Okay. Dachte, ich hätte sie jetzt alle. Aber erst mit den Schweinchen, die normal, dass sie hinfallen, dann erscheinen diese kleinen, weiß ich nicht, Katzen oder was das sein soll. Und dann mit der Bombe die kleinen dann wegmachen. Also ich glaube, das ist eine ganz gute Taktik. Plaga. Okay. Ich glaube, wäre ganz gut, wenn wir den da hinten links erstmal invisieren. Ah. Okay. Das war's, oder? So. Jawoll. Aber bisher klappt das echt gut mit WeWife. So. Also bessere Taktik fiel mir jetzt nicht hier ein. Okay, den kleinen Mistkäfer haben wir noch. Kriegen wir aber. So, oder? Ja. Ui, eine Locker. Okay, komm. Wir probieren mal unser Glück hier. Bumm. Ah, nein, das ist nicht gut. Okay, hat doch noch... Ah! Okay. Den oben haben wir nicht gesehen, oder habe ich nicht gesehen. Und deshalb habe ich anders gespielt jetzt. Ah, nein. So, komm.
Jawohl. Okay, ich dachte, den kleinen kriege ich auch zuerst. Okay, müssen wir den so holen. Boom. Trampolin. Okay, da oben steht wieder was. Den versuchen wir auf jeden Fall zuerst kaputt zu machen. Okay, neu. Also da oben, den müssen wir definitiv kriegen. Jetzt. Ist doch ganz gut. Gut gelaufen. Geh weg, geh weg. Gehst du weg. Wir sind echt gestorben dadurch? Okay, also müssen wir dann echt aufpassen. Mann, der Wurf war gerade echt gut. Schnell, schnell, bevor der uns plattwalzt. Hilfe! Weg, 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 okay. Ballportals, okay, die kommen jetzt auch noch. Portale, das ist doch gut. Probieren wir einfach mal aus. Probieren wir aus. Okay. Ah, er rollt weiter. Ah, kleine Schweinchen räumen alles ab. Das war gut gemacht. Gucken, was wir dann noch machen können. Gleich. Okay, die Kleinen weg. Das kriegen wir hin. Okay, jetzt müssen wir einmal hier. Bombe, La Bomba. Und einmal da. Hii, boom. Na, komm, bist du. Okay, neues Level. Wieder mit einem Portal. Ja. Blub. Der hat gut Power gehabt. Ah, schade, dass der nicht noch mitgegangen ist. Okay. Ich weiß nicht, wenn ich die behalte, kriege ich mehr Punkte? Ich denke doch mal, oder? Okay. Schade. Was ist das denn? Mann. Der hat für 3 Sterne nicht gereicht. Aber gut, kann man mit leben. Da haben wir jetzt 2 Portale. Das kommt da oben dann raus wahrscheinlich. Ja, probieren wir einfach. Okay. Wie war das denn? Aber ich kann auch einfach das probieren hier. Upp. Komm, wir probieren jetzt das jetzt mal. Kippen alle um. Und bam. Einer lebt noch. Okay, den müssen wir runterkriegen. Ich glaube, das wird nicht einfach. Da steht er so fest im Sattel. Komm, komm, komm. Jawohl. Puh. Oh. Wenn ich den zum richtigen Zeitpunkt
werfe. Dann könnte ich die alle abräumen. Jetzt! Oh, die wackeln, aber hat nicht gereicht, hat nicht gereicht. Okay, neu. Komm, den nehme ich als letzte Wahl. Du kommst zum letzten, du bist meine Geheimwaffe, okay? Gar nicht so einfach, weil die sich bewegen und man muss dann auch noch, man hat auch noch die Entfernung. Okay. So, du musst sitzen jetzt. Definitiv. Wenn die jetzt nochmal kommen, musst du die weghauen. Letzte Chance. Komm, komm. Um. Fall doch um. Oh, ich dachte gerade. Oh, jetzt haben wir was Neues. El Sapo. Mal gucken, was El Sapo kann. Die werden dicker. Lass mal den weg. Ach, desto mehr der die berührt, desto dicker wird der dann. Okay. LaGuardia. LaGuardia konnte jetzt nicht so viel, ne? Komm, kipp um. Dick, 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 dick. Ah, hat nicht gereicht, oder? Haut dir die auch nochmal weg. Komm, komm, komm. Go, Shorty. It's your birthday. Ne, macht er nicht mehr. Okay, jetzt können wir aber nochmal ein bisschen anders an die Sache rangehen. Ich werf den einfach hier drüber. Dann gucken wir mal, wie viel der hier berührt. So, LaGuardia ist weg. Jetzt kommt noch La Bomba. Und dann haben wir noch eine Kröte. So. Templo. Komm her. Okay. Das ging schnell. Hätte vielleicht direkt die Bombe gereicht, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, ich wollte eigentlich den da, aber okay. Müssen wir jetzt erstmal mitleben, ne? Boah, was war das für ein Wurf? Okay. Du musst jetzt alles reinhauen, ja? Hauen weg! Nein! Nein! So. Okay, das war mal... Nee, das gibt nichts mehr. Das geht gar nichts mehr. Ich glaube, das war gar nicht schlecht mit der Bombe, aber... Ja, die muss natürlich auch sitzen, ne? Die Bombe muss sitzen. Hauen auch noch um. Jawohl. So. Nein. Ach. Komm. Was ist denn los mit mir jetzt hier?
Okay, das war schon mal gut. Das war gut, dass da keine neuen mehr entstanden sind. So, komm. Explodier! Mist. Ja, ja. Wir haben dich nicht mehr gebraucht. Aber dafür war es noch gut. Okay, da haben wir ein Tor. Machen wir das. Ah, da oben ist. Okay, da werden wir die Bombe reinschicken. Ich habe hier gerade Linsenabstand. Ich glaube, es ist mir gut gelungen, oder? Mal den nächsten. El Buhu! El Buhu. Geiler Name. So, mal gucken, was El Buhu kann. Rocks. Airstrike. Probieren wir, ne? Wir werfen den hoch. Der ist ja mega. Der ist mega. Okay. Ah, den hätten wir vielleicht für den gebraucht, aber... Okay. Tschö. Boom. Haben wir sie doch. Also mir macht das Spaß. Muss ich sagen. Besonders mit den verschiedenen Möglichkeiten, die man jetzt hier hat. So. Und den? Okay, müssen wir den auch noch abräumen? Kein Problem. Was haben wir jetzt? Da oben? Das hat jetzt auch eine Figur, die wir runterkicken müssen. Komm, probieren wir einfach mal. Nee. Okay. Der nicht? Oh, jetzt die zwei hässlichen hier. Jetzt müssen wir die irgendwie so kriegen. Ach, Scheiße. Oh, herrlich. Okay. Airstrike. So, das war gut. Das war gut. Komm, komm, komm. Der kann... Hm. Jawohl, komm. Aber der steht immer noch, der Kleine. Kann doch nicht sein, ey. So. Jetzt stell dich bloß wieder auf, dann... Was hat er da oben zu sagen? Ist er nur Deko? Ein Pin noch übrig. Wo, wo, wo? Ist das jetzt echt da oben der? Okay. Ich habe keine Ahnung, was die meinen. Sechs Pins. 1, 2, 3, 4, 5. Die könnten oben den meinen, ne? Ja. El Buhu, hol uns den.
Komm, fall runter. Drei. Ich wüsste jetzt nicht, wo noch einer ist. Es ist ja unmöglich, dahin zu kommen. Okay. Kann sein, dass das meine letzte Runde hier wird, weil ich nicht weiterkomme, aber ist egal, wir probieren einfach. Zwei Pins. Dahinter noch einer? Nee. Hm. Jetzt haben wir immer noch einen. Zu viel. So. Ich habe jetzt auch keine Taste, wo ich sagen kann, okay, zeig mir jetzt mal hier, wo der Pin noch steht, oder? Nee. Okay. Die meinen nicht das, oder? Das muss da oben sein. Komm, wir probieren es mal direkt da oben hin. Nee. Wahnsinn, also die ist nicht leicht, die Map. Ich glaube, das Rätsel werde ich nicht lösen. Also, da könnte höchstens dieser Uhu hin, aber wie peile ich den an, dass der da hinfliegen soll? Nee. Da noch einer versteckt? Dahinter vielleicht? Komm, ich probiere einfach mal. Hab ja nichts zu verlieren, aber... geht auch hier nicht weiter. Naja. Ja, Leute. Ich würde sagen, das war's mit dem Gameplay hier von Pebibo und... also, mir gefällt es bisher echt gut. Ich weiß nicht, wie lange Spielzeit das noch hat. Aber selbst wenn man es durchgespielt hat, macht es mit Sicherheit Spaß, wenn man es nochmal durchspielt. Eventuell die Rekorde knackt, also dass man überall diese 3 Sterne hat. Ist natürlich, ja, wie bei Angry Birds auch, ne? Oder bei allen anderen Spielen, die man so kennt, wo man ja so levelartig was macht und dann ja eine Belohnung bekommt in dieser Art von Sternen. Und ja... warum, wieso, ist, weshalb ich jetzt hier scheitere, weiß ich nicht. Vielleicht kann das der Entwickler unter die Kommentare schreiben oder ihr da draußen, wenn ihr das Spiel schon gespielt habt und ihr seid genau hier auch ein bisschen hängen geblieben oder seid eventuell direkt weitergekommen. Hat das was da mit der oben zu tun, mit der Figur, oder ist hier hinter noch irgendwo was? Keine Ahnung. Aber ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen, euch hat das Gameplay hier gefallen und ja, wenn ja, würde ich mich natürlich auf einen Daumen hoch freuen.
Abo nicht vergessen, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ja, neue Videos gibt von mir. Und ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.